Hi, ich begrüße dich. Hast du dich auch schon gefragt, was du machen kannst, wenn du Schmerzen im unteren Rücken hast, ab wann du das vom Arzt abklären lassen solltest und ob es Übungen gibt, die bei Rückenschmerzen sofort helfen? Um all das geht es im heutigen Video. Aber bevor ich dir mein Übungsprogramm zeige, möchte ich dir noch eine Geschichte von meiner Kundin Franziska erzählen, die mit diesen Übungen ihre Rückenprobleme in den Griff bekommen hat. Franziska fährt leidenschaftlich gern Velo und nimmt immer wieder an Wettkämpfen im Triathlon wie auch im Laufen teil. Sie nutzt die Zeit im Training, um vom Arbeitsalltag abzuschalten, um die Gedanken ein bisschen zu sortieren, zu lüften und einfach nur die Natur zu genießen. Als vor ein paar Jahren der untere Rücken begonnen hat zu schmerzen, hat sie sich zuerst nicht viel dabei gedacht. Nach dem Training ist der Schmerz wieder weggegangen, beim nächsten Training ist er mal mehr, mal weniger stark wiedergekommen. Und so hat sie sich über Monate, ja sogar Jahre durch das Training geschleppt, hat es immer noch genossen, aber irgendwie ist das immer intensiver geworden. Zusätzlich haben sich die Schmerzen dann in den Alltag übertragen und sind auch dort immer mehr spürbar geworden. Zuerst sehr selten, dann aber auch regelmäßig im Alltag und vor allem hat sie es im Training so stark verstärkt, dass sie teilweise nach dem Training nicht mehr gerade stehen konnte, erst ein bisschen gebückt sein musste, sich teilweise vorsichtig mobilisieren, um sich wieder aufrichten zu können. Und irgendwann hat sie sich auch so stark in den Arbeitsalltag übertragen, dass sie sich nicht richtig konzentrieren konnte, wenn sie vom Team sprechen musste. War sie abgelenkt wegen der Rückenschmerzen, geschweige denn, sie musste mal etwas am Computer, der am Boden stand, einstecken, ein Gerät, ein Device, hatte sie tatsächlich Probleme, weil es einfach nur noch geschmerzt hat. An dieser Stelle möchte ich auch eine der einleitenden Fragen beantworten, ab wann du zum Arzt gehen solltest. Spätestens dann, was ich jetzt beschrieben habe, wenn ein Schmerz beim Training immer wieder kommt, intensiver wird, sich in den Alltag überträgt, dann sollte es unbedingt mal vom Arzt abgeklärt werden, was da wirklich genau los ist. Einerseits, um eben das zu wissen, andererseits auch, um gegebenenfalls grünes Licht für das Training zu bekommen, wenn man weiß, okay, da ist nichts Schlimmes. Und vor allem solltest du auch aufmerksam werden, wenn du den Schmerz nicht zuordnen kannst und wenn du dir nicht erklären kannst, wo er herkommt. Dann unbedingt mal abklären lassen. Das hat auch Franziska gemacht. Sie hat verschiedene Untersuchungen machen lassen. Und dabei ist rausgekommen, dass strukturell am Rücken nicht wirklich was defekt ist. Klar, kleine Erscheinungen, sozusagen altersgerecht waren zu sehen. Aber es war nichts Schlimmeres oder nichts Größeres am Rücken kaputt oder verletzt. Nach der Abklärung ist sie dann von Therapie zu Therapie gewandert. Leider alles ohne größeren Erfolg. Und dadurch ging es immer wieder in einem Zirkel vom Arzt, Therapie. Und letztendlich, weil nichts zum Erfolg geführt hat, war eigentlich die Empfehlung, sie soll mit dem Sport aufhören, zumindest mit dem Laufsport und dem Radsport, weil das sehr rückenbelastend wäre. Oder, was auch eine Option wurde oder was in dem Raum stand, eine Rücken-OP machen lassen. Und das war aber zu dieser Zeit keine Option für sie. Und dadurch sind wir zum Glück noch einmal auf das Training zu sprechen gekommen und haben ein Trainingsprogramm aufgegleist. Und damit möchte ich jetzt gerade loslegen. Ich möchte das Programm zeigen. Das ist ein Einstieg, wenn du diese Problematik hast. Und was du dafür brauchst, ist ein Band. Du brauchst eine Blackroll und du brauchst ein Gewicht. Ich nehme jetzt hier eine Kettlebell. Das geht aber auch mit jedem Gewicht, was du im Haushalt findest. Ein bepackter Rucksack oder auch ein Sechserträger Wasser. Ich zeige dir nachher die Übung, da wirst du sehen, dass du das mit jedem Gewicht aus dem Haushalt umsetzen kannst. Bevor wir zu meinen Top 3 Übungen kommen, die den meisten meiner Kunden sehr, sehr gut geholfen haben, möchte ich dir zeigen, wie du dich vorbereitest, wie du das Gewebe in deinem Bein aktivierst und schon vorher etwas mobilisierst. Dafür nimmst du die Blackroll und wir arbeiten in dem Fall der Schmerzen im unteren Rücken auf dem Rad zuerst an der Beinrückseite. In diesem Bereich, dann am Gesäß und dann an der Oberschenkelvorderseite. Ich zeige dir jetzt gerade, wie das geht. Du nimmst die Blackroll, gehst mit der Beinrückseite auf die Rolle drauf und rollst hier auf und ab. In meinen letzten Videos wurde ich vermehrt gefragt, Christian, die Tipps sind ja schön und gut, aber mir fällt es schwer, da draußen Programm zu machen. Dazu sage ich jetzt auch gleich was. Und wir sind jetzt hier auf dem Oberschenkel. Dann gehen wir gerade durch auf das Gesäß, da kannst du das Bein überschlagen und so arbeiten, dass du hier die Gesäßmuskulatur schön triffst und dich dann auch seitlich etwas bewegen. Schön variantenreich arbeiten, auch auf der Beinrückseite, dich etwas hin und her bewegen, ein bisschen über die Rolle rutschen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass du viele Positionen, viele Winkel erwischst und im Prinzip nicht nur auf einer Stelle bist, sondern wirklich alles abarbeitest. Genau das Gleiche machst du für den Oberschenkel, auf der Oberschenkelvorderseite,
auch hier auf- und abrollen. Da auch variantenreich arbeiten, bisschen mehr auf der Innenseite, bisschen mehr auf der Außenseite und auch mal mit dem Unterschenkel auf- und ab bewegen, dass du da verschiedene Winkel im Knie hast und verschiedene Winkel in der Muskulatur. Jetzt kurz zum Programm. Dieses Aufwärmen, was ich dir jetzt gerade zeige, solltest du in ungefähr 5 bis 10 Minuten abgearbeitet haben. Wir haben hier 3 Bereiche, also plus minus 3 Minuten pro Bereich. Wenn du das noch aufspalten möchtest, ungefähr 1 Minute mit der Blackroll arbeiten bis 1,5 Minuten. Und die anderen 1,5 Minuten, die nutzt du zum Mobilisieren, zum Dehnen. Und dafür zeige ich dir jetzt auch nochmal diese drei Bereiche. Dann nimmst du dir zuerst das Band, was ich dir vorhin gezeigt habe, legst es um den Fuß und gehst mit dem Bein nach oben, achtest hier schön auf die Streckung, ziehst den Fuß etwas ran, da kann man auch mit dem Band ein bisschen umpositionieren, ein bisschen spielen und dann gehst du hier in die Dehnung und dehnst diesen Bereich auf. Und das machst du wechselseitig, jeweils 30 bis 60 Sekunden pro Bein. Ja, da merkst du jetzt schon, bei 30 Sekunden pro Bein kommst du mit diesen 3 Minuten hin. Wenn du dann natürlich etwas fortgeschritten bist, etwas mehr Zeit reingibst, dann dauert es halt ein paar Minuten länger. Dann gehst du etwas über die 10 Minuten hinaus. Okay, das ist die erste Mobilisierung für die Beinrückseite. Für die Oberschenkelvorderseite kannst du eine klassische Übung machen, bei der du im Stehen einfach das Sprunggelenk greifst, hier richtig schön die Hüfte streckst und versuchst mit dem Arm die Ferse so nah wie möglich zum Gesäß zu ziehen. Auch das jeweils Seite 30 bis 45, 60 Sekunden halten. Du kannst dich etwas daran orientieren, wie dein Muskel reagiert. Wenn du spürst, nach 20, 30 Sekunden löst sich die Spannung auf, okay, dann haben wir das erreicht, was wir wollen. Wenn du spürst, okay, nach 30 Sekunden ist es immer noch unverändert, dann gehst du halt mal auf 60 Sekunden und beobachtest einfach, wie dein Muskel reagiert. Kommen wir noch zum letzten Teil, zur Gesäßmuskulatur. Da gibt es auch eine schöne Übung, wo du direkt am Boden ausüben kannst. Und da kniest du dich hin, drehst einen Unterschenkel unter deinen Körper und gehst langsam nach hinten, bis du, ich zeige das jetzt nochmal auf der anderen Seite, dass du hier das Gesäß siehst, bis du hier über das Gesäß eine Dehnung spürst und da im Prinzip auch in dieser Position 30, 45, 60 Sekunden positioniert bleibst. Dieser Block eben zum Aufwärmen am Anfang. Und jetzt kommen die 3 Top-Übungen, die den meisten Athleten bei mir sehr stark geholfen haben. Das ist zuerst der Krätschstand, bei dem gehst du in eine breite Krätschposition. Hier orientierst du dich an der Dehnung auf der Oberschenkelinnenseite, belastest dann deine Füße schön nach außen und gehst dann mit dem Oberkörper nach unten. Je nachdem, wie weit du nach unten kommst, nimmst du dir entweder nochmal zur Hilfe die Blackroll dazu, dass du dich nochmal kurz abstützen kannst, falls es schon sehr intensiv dehnt. Wenn du hier schön weit nach unten kommst, kannst du dann die Hände am Boden nehmen. Und dann kommt es noch zu dem wichtigen Teil, dass du hier noch 10-mal pro Seite nach links und rechts gehst. 10-mal ist das Ziel. Starte mit 5 Wiederholungen, fühl rein, wie das Gewebe reagiert. Und arbeite dich auf 10 hoch. Das Ganze machst du in 3 Serie. In der Pause stellst du dich schulterbreit hin und kreist dann einfach mal mit der Hüfte, um hier schön die Hüftstruktur und Rückenstruktur schön zu lockern, weich zu machen. Und dann gehst du wieder in den Krätstand, kannst versuchen, ein bisschen breiter zu kommen und gehst dann wieder 10-mal hin und her. Wenn du damit fertig bist, nimmst du dir das Gewicht. Das hältst du vor dem Brustkorb. Ich zeige dir das gerade von der Seite. Und dann gehst du auch hier 10 Wiederholungen in die tiefe Kniebeuge. Schau, wie weit du runtergehen kannst. Wichtig ist für dich, dass der Rücken stabil bleibt. Und wichtig ist auch immer, gerade wenn du schon Stress im unteren Rücken hast, dass du diesen nicht auslöst, wenn du die Übung durchführst. Sollte der reagieren, sollte der irgendwie übermäßig mitarbeiten, es leicht ziehen, krampfen, dann brich ab, geh nochmal in die Mobilisierung rein, führ die Übung nochmal etwas weniger tief, weniger intensiv aus und dann sollte das funktionieren. Wenn nicht, schnapp dir jemanden, der sich damit auskennt,
der sich das von der Seite anschauen kann, der mit seiner Expertise dir weiterhelfen kann. Und dann kriegst du das in den Griff. Jetzt zeige ich dir nochmal die Übung von vorne. So soll es aussehen. Das Gewicht bleibt immer schön am Brustkorb. Warum hast du das am Brustkorb? Weil in der Position muss dein Bauch nochmal schön mitarbeiten. Der Core wird sozusagen mit aktiviert, was dann wiederum auch für deinen Rücken sehr, sehr wichtig ist, dass die Bauchmuskulatur, die Aktivierung richtig schön mit dabei ist. Auch hier 3x10 Wiederholungen. In der Pause hier bei dieser Übung ungefähr 30 Sekunden bis eine Minute erholen. Nicht unbedingt hinsetzen, lieber ein paar Schritte gehen. Und dann kommen wir jetzt zur dritten Übung. Die dritte Übung ist der sogenannte Good Morning. Bei diesem nimmst du die Hände gekreuzt vor dem Brustkorb und kippst über die Hüfte nach vorne. In dieser Variante ist es eher die einfachere. Wenn du die Arme nach oben nimmst und so nach vorne kippst, ist eher die fortgeschrittenere Variante. Starte ruhig mit den gekreuzten Armen und dann empfehle ich dir folgenden Modus. Im ersten Schritt gehst du einfach in die Position, bis du auf der Beinrückseite etwas Spannung spürst, dass die Muskulatur arbeiten muss, und hältst dort mal 10 Sekunden. Da kannst du natürlich hocharbeiten, 10, 20 bis 30 Sekunden. Wenn du davon 2 Set gemacht hast, dann gehst du noch in eine Bewegung über, dass du nach unten kippst und dich direkt wieder aufrichtest. Und hier gehst du auch nochmal für 2 Sätze A10 Wiederholung in dieselbe Struktur rein. Ja? Good Morning halten, 10 bis 30 Sekunden mit gekreuzten oder gestreckten Armen als Erweiterung und dann gehst du genau im selben Muster noch für 2 weitere Sätze immer schön in die Bewegung rein und wieder raus. Okay, das war's zu meinem Programm. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachturnen, viel Spaß weiterhin beim Radfahren. Und hier habe ich dir nochmal einen Erfahrungsbericht verlinkt von einem weiteren Kunden von Siri, der eben auch im unteren Rücken Probleme hatte. Schau es dir nochmal an, viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.